Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte heute in diesem Video mal so ein bisschen Produkte testen. Und zwar geht es darum, bei faltigen, knittrigen, etwas älteren Augen, so wie meine, mit Schlupflid, kann man da eigentlich einen Lidstrich machen oder welches Produkt ist da am besten oder welche Technik ist da am besten? Ich habe mir da ja mal so ein bisschen Gedanken gemacht und habe ja auch einen von Make-up Coach, so einen ganz tollen Eyeliner, von dem ich mehr als begeistert bin. Und daraufhin habe ich mir dann gedacht, ach Mensch, gibt es sowas eigentlich auch in der Drogerie? Ja, gibt es. Und ich bin auch fündig geworden. Und zwar bei dem Make-up Coach Produkt ist halt das Tolle, er ist nicht nur dunkelbraun und er ist nicht nur so, dass er den ganzen Tag drauf bleibt, sondern er hat so eine ganz tolle Spitze. Er ist praktisch wie so ein Filzstift. Und was ich ja vorher nicht wusste, diese Dinger nennen sich Eyeliner Pen. Wieder was dazugelernt. Damit kann man so ein bisschen breiter malen, man kann aber auch ganz dünne, feine Linien machen. Und ich habe ja auch schon ein Video damit gemacht, wie man das da unten machen kann. Und ich mache mit dem sogar meine Augenbrauen. Also ich finde den ganz toll, weil der halt auch dunkelbraun ist, kann man damit schön seine Augenbrauen malen. Weil man kann ja so ganz feine Striche malen. Und es bleibt halt auch den ganzen Tag drauf. So, ja, das mache ich halt manchmal. Ja, und ich habe so gedacht, naja, ist ja nicht jeder Make-up-Coach-Fan so wie ich oder es hat auch nicht immer jeder Lust, dann den Versand zu bezahlen oder ja, was weiß ich, irgendwie, es hat ja jeder so seine Gründe. Und da war ich mal neugierig und habe gedacht, guck doch mal in der Drogerie, ob du da Produkte findest. Und was soll ich sagen, ich bin fündig geworden. Einen muss ich noch nachkaufen, den von Essence habe ich noch nicht bekommen, aber 4 Stück habe ich schon mal da und den mit Essence, den werde ich dann auch noch mal testen. Das schmeiße ich dann noch mit in dieses Video rein. Kann sein, dass ich da so ein bisschen anders geschminkt bin oder so. Vielleicht mache ich das am nächsten Tag, aber auf jeden Fall werde ich heute an diesen Augen, jetzt und hier, diese 4 Produkte austesten. Ich habe mir hier auch schon Augen-Make-up-Entferner und ordentlich Wattepads hingelegt, weil ich ja das dann wieder abmachen werde und es geht einfach darum, wie malen denn so diese Produkte auf diesen nicht mehr so ganz straffen Augenlidern? Bekommt man das überhaupt hin? Und welches Produkt wäre denn jetzt so mein Favorit? Das möchte ich euch in diesem Video zeigen und deswegen teste ich mit euch zusammen die Drogerie Eyeliner für Schlupflid, faltige Augen, Faltentreffpunkt, wie auch immer. Ich habe mir so überlegt, also ich bin ja schon so ein bisschen geschminkt, ich wollte euch ja nicht so erschrecken und habe mir überlegt, machst du jetzt ein Augen-Make-up oder machst du keins, also sprich Lidschatten oder so, und habe ich mich einfach dafür entschieden, gar nichts zu machen, weil ich finde, wenn so gar nichts drauf ist, kann man das vielleicht eventuell, ich hoffe, am besten sehen. Und ich habe mir einfach nur so ein bisschen Zauberpuder hier hingelegt und werde dann mit der Puderquaste einfach nur mein Auge so ein bisschen abpudern, nachdem ich das abgeschminkt habe. Nicht, dass ihr euch wundert, dass es so abgepudert aussieht, weil ich ja auch kein Mascara auftragen werde. Vielleicht beim Fazit nachher, da bin ich nicht ganz so schlimm aussehe für euch. Einfach aber so, dass ihr wirklich gut sehen könnt, wie macht sie das ganz genau, wie trägt sie das auf, wie ist dieses Produkt, unterscheiden die sich überhaupt oder ist egal, was man kauft, das möchte ich mit euch testen. Und ich habe mir auch überlegt, um einen Tragetest zu machen, ist, es ist natürlich schwierig und auch ein bisschen spontan, das jetzt so über den ganzen Tag, und dann bräuchte ich ja eine Woche, bis ich euch da, und das möchte ich ja nicht, ich möchte euch ja so schnell wie möglich alles berichten, und ich werde mir die auf der Hand auftragen und werde den ganzen Tag damit rumlaufen und dann gucken wir mal, weil das mache ich immer so mit Augenstiften. Ich teste immer auf meiner Hand, das mache ich schon ewig so. Da kann man super gut sehen, weil man wäscht sich die Hände, man darf sich nicht eincremen, Fett löst ja immer Make-up. Aber ich werde mal sehen, ob man da irgendwie so einen richtig krassen Unterschied sieht im Tragetest. Ja, dann geht's los. Jetzt muss ich mich entscheiden, welche Produkte nehme ich. Ich stelle euch die erstmal vor. Einmal gibt es von Rival de Loop einen richtig dicken Stift. Sie haben, also alle Firmen haben natürlich auch andere Eyeliner, aber ich finde den Pen wirklich am besten, weil die anderen haben oft so eine Spitze mit Schwarz. Und wenn ihr dann auf so ein Auge raufgeht, das wird nichts. Also das wird krumm und schief, denke ich mal. Also jedenfalls, ist ja auch so ein bisschen so ein, ich sag mal, es ist so ein Anfänger, ja, kann man das sagen, ein Anfänger, aber Best-Ager-Eyeliner-Strich-Video-Drogerie-Produkte.
So, also einmal mache ich den Stift auf und zeige euch den. Der hat natürlich, ne, ordentlich Kavum, so wie der aussieht. So ist der auch, aber vielleicht ist das ja für einige das Produkt schlechthin. Die sagen so, nö, so fein und dünn, das mal kriegt das nicht mehr hin, so mit meinen Fingern. Ich mag das gerne, der ist wie so ein Edding. Und mal gucken, wie der sich auf dem Auge macht. Dann habe ich einen gefunden von Riva Loves Me. Und der ist gut, da steht 24 Stunden drauf. Ach so, hier, ich glaube, auf allen stand auch wirklich, dass sie waterproof sind. Also auch schon mal sehr gut. Kann ja nicht schaden, falls es mal regnet. So, einmal aufmachen. Und der sieht so ein bisschen anders aus von I Love Color. Nee, I Love Color. Mann, Riva Loves Me. Der hat so eine kleine andere Spitze. Mal schauen, wie der malt. Also ich stelle die euch eh gleich alle nochmal vor. Aber ich dachte mir, wenn der so ein bisschen auch ist wie ein Filz, aber der ist so ein bisschen abgeschrägt, eventuell kann man den sehr gut dann da so raufstempeln, habe ich mir so gedacht. Die sind alle wie so ein Filzer, also nicht sehr biegsam, nur so ganz leicht. Und sind dem von Make-up Coach, finde ich, ziemlich ähnlich. So, das ist der von Catrice. Hier steht auch drauf, dass es halt wasserfest ist und so weiter. Uff. 97% irgendwas. Jo. Mal gucken, wie der so ist. Davon habe ich auch so eine Augenbrauenbürste. Die ist schon mal sehr gut. Und dann kommt hier das teure Stück von Maybelline. Maybelline wieder. Ja. Der ist so. Also sehr interessant. Mal schauen. Der ist dem Make-up-Coach-Produkt übrigens am ähnlichsten und kommt auch vom Preis ungefähr hin. Mal gucken, ob die sich unterscheiden. Ja, den Essenz muss ich euch dann später zeigen. Den kaufe ich erst nachher. Und jetzt muss ich mal mein tränendes Auge so ein bisschen abtupfen. Und dann geht es schon los mit dem ersten Test. Und ich werde als erstes Rival de Loop und Rival Loves Me auf dem oberen Lid testen. Tada! Bin gespannt, der ist ja ordentlich kavum. So sieht er aus. Und ich werde jetzt mal versuchen, einen Lidstrich hinzuzaubern. Am besten ist immer, wenn man so ein bisschen, ja, so ein bisschen vielleicht, ich weiß nicht, also so wie ich es halt immer mache, ich lege mir den Stift immer rauf, so mache ich das mit dem Make-up-Coach-Produkt, weil wenn ich das jetzt so hin und her ziehen würde, ich zeige euch das mal anders, wenn ich das jetzt so hin und her ziehen würde und ich würde jetzt hier so meine Ecke malen, die Haut, die geht mit. Und das ist ja immer so das Problem, gerade hier ist noch am allerschlimmsten, wenn ich jetzt hier so einen Strich malen würde und ich würde das nicht hinkriegen, ne? Hier wird es dann schwierig, weil es rutscht alles immer hin und her und deswegen ist es immer besser, wenn man so ein, wie sage ich das denn jetzt, nett und freundlich, so ein Auge hat, wo die Haut schon so ein bisschen lockerer geworden ist, einfach das Produkt drauflegen. Und das möchte ich halt testen. So, ich fange jetzt an. Jo, also das ist erstmal in Ordnung. Ich muss jetzt natürlich erstmal alle durchtesten, um sie dann vergleichen zu können und kann euch dann natürlich erstmal am Ende des Videos denn so wirklich so ein richtiges Fazit geben. Jetzt erstmal so der erste Eindruck, er liegt gut in der Hand, man kann gut damit umgehen, man kann auch, wenn man konzentriert arbeitet, ganz gut so ja aufs Auge legen. Es wird einigermaßen gerade. Joa, mal gucken. Also kann ich jetzt noch nicht so richtig beurteilen. Ich muss mir erstmal noch die anderen Stifte anschauen. Kommt der Rival Loves Me. Der ist ein bisschen schmaler und der hat eine ganz, ganz andere. Der hat eine ganz, ganz andere Spitze. Der ist nämlich so. Könnt ihr das sehen? So ist der. Ganz, ganz schmal. Also auch so ein Stift. Schmal, ganz fein, aber so ein bisschen länglicher. Und den kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man den, wenn man den so ein bisschen so.
Der ist so ein bisschen wie der Pinsel geformt. Also diese Stifte, wenn die mal Farbe verlieren, muss man die immer so ein bisschen runterhalten. Wenn man so viel Quatsch beim Video, geht die Farbe raus. So, jetzt werde ich mal sehen, wie der sich an dem Auge macht. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Upsala, da wird schon schwierig. Das ist der hier. Da sieht man schon so einen kleinen Unterschied. Na, hier ist es natürlich ein bisschen kuppeliger. Mache ich mir das schnell ab hier. Ich habe so einen Augen-Make-up-Entferner, der ist ganz gut von Maybelline. Und dann werde ich Catrice und Maybelline testen. Bin gespannt. So, jetzt kommt als erstes Catrice. Gefällt mir auf den ersten Blick schon mal ganz gut, weil der so eine längere Spitze hat. Mal schauen, ob der auch handlich ist. Ratze, Katze, ein Lidstrich, perfekt, gerade, fast perfekt. Hier ist es immer ein bisschen sehr schwierig, da liegt es aber an meiner Hand, nicht am Produkt. Ja, mit ganz viel Fingerspitzengefühl bekommt man den Strich auch ein ganz klein bisschen dicker hin. Aber es ist natürlich Arbeit, ne? Also da lobe ich mir ja meinen Brightliner, der einfach ganz schnell geht. Hier ist es wirklich, man muss ganz feines Händchen haben. Einfach noch auflegen, wenn man ihn so ein bisschen dicker haben würde. Also. Aber er ist super von der Handhabung her. Also, gefällt mir schon mal gut. So, jetzt kommt Maybelline. Der sieht so aus. Und fange ich jetzt hier an? Dann, ja, ich bin Alexander. Ich fange einmal hier an. Auch gut in der Handhabung. Sieht man, glaube ich, auch. Ne? Man hat da einen ganz guten geraden Strich. Ich habe mir jetzt den Essence besorgt und dann habe ich gesehen, Trended Up hat ja auch Eyeliner Pen. Und die nehmen wir doch dann gleich mit in den Test, oder? Ich habe mir jetzt einmal noch den von Essence besorgt. Und es gab insgesamt 3 Stück bei Trended Up und die habe ich alle mitgenommen, weil ich möchte einfach sehen, wie lange halten die, wie sind die so im Auftrag, wie unterscheiden die sich. So, ich habe mir schon hier auf die Hand gemalt und ja, man kann jetzt schon sehen, das ist das, was ich meine. Man kann das unheimlich gut an der Hand erkennen, wie lange das am Auge drauf bleibt. Also ich kann mich da ziemlich gut drauf verlassen, weil wenn das auf der Hand drauf bleibt, dann bleibt es am Auge
auch drauf. Also das habe ich wirklich noch nie erlebt, dass das so nicht hinkam. Ich habe auch abgewaschen, mir die Hände gewaschen, ich habe mir sogar die Hände desinfiziert und jetzt kann man schon ganz gut erkennen, welcher Stift eventuell da wirklich am haltbarsten ist. Jetzt werde ich dreimal trended up auf einem Auge. Nein, ich werde auf einem Auge Essenz drauf machen und auf dem anderen Auge einen von den drei trended up. Es geht los mit Essenz. Ach so, muss ich euch zeigen, wie der Stift aussieht. Ja, der ist, also den hätte ich beinahe nicht mitgenommen, weil der mir ein bisschen zu fein ist. Die Spitze ist sehr biegsam, also eigentlich hab ich ihn nicht mitgenommen, aber ich habe gedacht, wenn ich ihn nicht mitnehme, kauft ihr euch den vielleicht und seid dann enttäuscht. Also ich schau mal, wie der so ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nicht so viel Hoffnung. Mein Auge ist trocken, ja. Genau. Und dann geht's los. Ging verhältnismäßig gut, wundert mich jetzt auch. Ist eigentlich so eine Spitze, die ich nicht so gerne mag, aber der war so in der Konsistenz, dass man ihn ganz gut auflegen konnte. Also es hat echt ganz gut geklappt und ist ja auch ein ganz gutes Ergebnis. Mal schauen. Jetzt muss ich mich entscheiden, welchen ich von den dreien jetzt nehme. Ich gucke mir mal die Spitzen an. Die haben nämlich alle drei eine unterschiedliche Spitze. Ich denke mal, von der Haltbarkeit werden die sich nicht doll unterscheiden und da sieht man schon den Unterschied. Ich will den. Ich mache mal die anderen lieber zu, nicht, dass die noch eintrocknen. Trended up. Skinny heißt der, Skinny. Und jetzt teste ich auch noch mal die Handhabung der anderen beiden Trended Up Produkte. Als erstes der mit dieser ganz kleinen Kugel am Ende. Der malt auch ganz schön gerade und präzise. Manchmal zucke ich hier so ein bisschen mit der Hand. Das ist dann aber nicht Schuld vom Stift. So, der ist schon mal gut. Und jetzt kommt der. Den Runden ein bisschen besser, aber das ist ganz, ganz nah beieinander. So.
Spannung, welcher ist denn jetzt der beste? So, ich bin fertig mit meinem Eyeliner-Test und jetzt steht fest, welchen ich am liebsten mag. Jetzt muss ich euch das nur noch berichten. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon hier auf der Hand, sehe ich ja schon so ein erstes Ergebnis und sehr spannend, wie die sich so gemacht haben. Das ist immer komischerweise anders, als man denkt. Man denkt immer so, vielleicht ist es der oder vielleicht ist es der, dann ist es immer doch ganz anders. Gut, ich gehe mal jetzt alle der Reihe nach durch und werde so mein erstes Urteil darüber bilden. Quatsch, und werde mein Fazit darüber sagen. So, das ist der Reval de Loop, der ja ganz schön dick ist und der sich ein bisschen, naja, nee, nicht ganz, nee, so schlecht war der gar nicht. Also, mir ist es lieber, dass es so ein Produkt ist, was gut in der Hand liegt. Der liegt gut in der Hand. Aber es ist ja so mittel auf dem Auge. Also ist nicht jetzt eins meiner Lieblingsprodukte und hat leider überhaupt gar nicht gehalten. Hier steht zwar wasserfest drauf, aber gut, hat nicht so ganz gehalten. Ja, weiß ich auch. Also da habe ich irgendwie nicht so eine große, also das wäre jetzt kein Favorit von mir. Kommen wir zum Reval Loves Me. Reval Loves Me, da habe ich so ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Die Spitze war sehr vielversprechend, aber dadurch, dass der so ultra dünn ist, das kann man leider nicht sehen, er ist von vorne so ultra dünn, dass er in meinen Augenfalten verschwindet. Der taucht da richtig rein. Ja, also das mit dem kann ich nicht so richtig anfangen, weil ich brauche für meine Augen, die ja schon so leicht geschwollen sind und wie gesagt, die Haut geht halt auch mit und das ist alles so ein bisschen weicher und so weiter. Da kann man mit so einem ganz dünnen Stift eigentlich eher nichts anfangen. Es muss immer so nicht zu dick und nicht zu dünn sein. Das ist echt schwierig und deswegen nicht. Und weil der sowas von verschwunden ist auf der Haut und auf der Hand, meine ich. Und hier steht meiner Ansicht nach nicht drauf, dass er wasserfest ist. Nein, ist er nicht. Aber 24 Stunden. Gut, das habe ich nicht getestet, ob er 24 Stunden auf den Augen drauf ist. Also wie gesagt, ich habe eher geschwollene, weiche Haut. Ich fand die Handhabung schwierig und das wäre nicht mein Produkt. Dann habe ich den Maybelline getestet. Ja, also ich sag mal so, Maybelline ist ja nicht gerade günstig und da habe ich hohe Erwartungen gehabt. Ich dachte so, das wird wahrscheinlich der beste Stift. Ich brauche eigentlich gar keinen Test machen. Maybelline wird sowieso gewinnen. Nein, war nicht so. Maybelline hat nicht gewonnen, weil es nicht haltbar ist. Es ist weggeschwommen und er ist auch wieder viel zu dünn. Ja, schade eigentlich. Also hier steht auch nicht drauf, dass er wasserfest ist. Wenn ihr eine wasserfeste Variante findet, dann kauft lieber die wasserfeste Variante. Gut, Wasser und Öl ist immer noch ein Unterschied, weil wenn man Schlupflid hat, ist das ja Hautfett, was sich hier bildet. Und wenn das runterläuft, dann löst das natürlich das Make-up. Deswegen am besten immer zwischendurch, wenn man so Schlupflider hat. Das muss ich auch manchmal machen, wenn ich schwitze, immer mit so einem Tuch. Ein bisschen trocken tupfen, ne? Ja, da bin ich, also da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Eigentlich hat er mir so gut gefallen, aber er ist irgendwie zu fein. Also es ist schwierig, damit zu malen. Er hat mir nicht so gut gefallen. Kein schlechtes Produkt, aber leider kein Gewinner. Jetzt kommen wir zu den besseren Produkten. Dreimal trended up, drei verschiedene Spitzen. Am besten hat mir die runde Variante gefallen. Die mit dem runden Köpfchen hätte ich auch nicht gedacht, aber das ließ sich am allerbesten auf meinem Auge auftragen, ließ sich am besten rauf und auch wieder verbessern. Also ich lege ihn ja immer so rauf. Und den fand ich am besten. Alle drei halten unwahrscheinlich gut. Alle drei sind richtig schön tief schwarz, was ganz gut aussieht, wirklich. Also je nachdem, was man natürlich haben möchte. Die finde ich gut. Die würde ich jederzeit wieder kaufen. Die würde ich auch weiterempfehlen. Und wie gesagt, am liebsten mag ich den mit der runden Spitze. Finde ich ganz toll. Super Preis-Leistungsverhältnis ist schon wieder typisch trended up. Deswegen liebe ich diese Firma so. Toller, auch Best Ager oder Schlupflid oder wie auch immer. Toller Eyeliner. Gefällt mir sehr gut. Würde ich jederzeit wieder kaufen. So, und jetzt kommen meine beiden
Favoriten, die noch so ein bisschen besser sind als Trended Up, aber eigentlich fast auf einer Ebene sind. Und das sind meine beiden Platz 1 Stifte. Nem, 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 nem. Ja, und da muss ich sagen, bin ich überrascht, dass es Catrice und Essence sind. Ja, warum bin ich eigentlich überrascht? Eigentlich mag ich die Sachen ja immer. Nee, also am allerbesten hat mir der hier gefallen, der von Catrice. Der hielt am längsten, der war am schönsten, der ist von der Spitze her einfach so toll in der Handhabung, dass der einfach ganz toll auf dem Auge raufzustempeln geht. Er hat eine schöne Farbe, also er ist schön schwarz. Man kann ihn dünn auftragen, man kann ihn aber auch ein bisschen aufbauen. Manchmal wird es schwierig bei Falten, einen Eyeliner aufzubauen. Ich bin ja eigentlich so, dass ich erst den Lidstrich mache und dann schnappe ich mir gerne nochmal den Brightliner und gehe nochmal so rüber. Das sieht auch immer richtig schick aus. Ja, aber den kann man auch so ein bisschen aufbauen. Auch bei faltigen Augen geht das wunderbar und demnach ist dieser Catrice mein Liebling. Und wer da auch ganz gut mithalten kann, das ist der Essence, wo ich gedacht habe, niemals, nehme ich gar nicht mit, den hätte ich beinahe nicht mitgenommen, weil der so eine komische Spitze hat, weil der so ganz, ja, er ist halt nicht so weich. Also viele Eyeliner sind ganz weich und der hat das eben nicht, der ist so mittelweich. Und ich dachte, der ist mir zu dünn, aber der ist gar nicht so dünn. Wenn man den raufstempelt, ist der nicht zu dünn. Es geht echt gut. Also das ist ein super Stift. Ja, also am allerliebsten mag ich eigentlich den runden von Trended Up. Und wo ist er denn jetzt? Ja, also am allerliebsten auf Platz 1 plus plus plus, das sind diese beiden Stifte. Einmal der von Catrice und der runde von Trended Up. Die haben mir am besten gefallen. Die würde ich euch weiterempfehlen. So, jetzt bin ich fertig. Ja, ich hoffe, euch hilft das Video so ein bisschen weiter. Ich hoffe, es spart euch ein bisschen Geld und natürlich auch, dass man sich ärgert, wenn man unterwegs ist oder man muss sich morgens schnell schminken und es geht nicht so schnell. Natürlich ist das immer Übungssache. Ich fand es wirklich als junger Mensch wesentlich leichter, mich zu schminken, als wenn man so ein bisschen älter ist. Es ist einfach anders, aber es macht trotzdem Spaß und mir hat auch gerade dieser Test richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, er hilft euch so ein bisschen weiter. Jo. Ob man jetzt bei Schlupflid einen Lidstrich machen sollte oder nicht, das überlasse ich euch natürlich. Ich habe Tage, da hängt es so dermaßen, dass ich denke, so, was jetzt ein Lidstrich gemacht, sieht man ja gar nicht oder da drückt das Auge dann noch weiter runter. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, so, oh Mensch, heute der Lidstrich sieht ja richtig gut aus. Irgendwie hat man wachere Augen. Ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man gerade so drauf ist. Ja. So, jetzt mache ich Schluss. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch ganz viel Sonne, nur nette, liebe Menschen in eurem Leben und natürlich nicht ärgern lassen von den doofen Menschen. Und jetzt sage ich Tschüss, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.